Leute, wenn man in eine Runde Tryjump geht, man gefragt wird, ob man streamt und dann ein anderer so meint, ja, ich streame, hab 1000 Zuschauer und dann direkt seinen YouTube-Namen hier reinschreibt. Ich wette, wenn ich jetzt da drauf gehe, der hat keine 1000 Zuschauer. Wenn er 1000 Zuschauer hätte, hätte er es nicht geschrieben, Mann. Wie kann man so eiskalt lügen? Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Tryjump. Heute wieder mit einer Challenge und ihr seht auch schon gleich, was das für eine ist. Passt auf, und zwar jetzt. Alle auf RyanX Kobe schreibt das Grammatik. Das Grammatik hat auch schon gesagt, dass er mich zerstören wird. Ich bin gespannt. Aber es wird schwierig, denn die heutige Challenge ist ihr habt es auch schon im Titel gelesen, ne? 30 Sekunden später starten. Das heißt, ich muss jetzt hier noch ein bisschen chillen und dann alle sind schon losgesprungen und ich warte jetzt hier noch und ich habe gute Leute mit in der Runde. Wird schwierig. Okay, Leute, noch 6 Sekunden. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gecuttet. Ich habe nur 5 Sekunden oder so gecuttet. Und wir können gleich los. Jetzt, okay, jetzt muss ich mich richtig anstrengen, Freunde. Ich muss jetzt halt so richtig durchrushen und darf kein Mal runterfallen im besten Fall. Denn, warte, die anderen sind, die sind noch nicht mal so weit, oder? Kommt mir gar nicht so krass vor. Ich weiß nicht, 30 Sekunden geht wahrscheinlich auch noch von der Zeit her. Kommt jetzt komplett auf die Module an, wie weit ich komme. Ich muss halt gucken, dass ich relativ gut durchrushen kann. Ich habe das Ganze schon mal gemacht mit 15 Sekunden später starten. Das war allerdings nicht so ultra schwierig. Ich glaube, da habe ich 2 Runden gemacht und bei der zweiten bin ich noch ins Ziel gekommen oder so. Und jetzt mache ich halt das Ganze mit, oh, da bin ich schon runtergefallen. Jetzt mache ich das Ganze halt mit 30 Sekunden, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen, würde ich mal so sagen. Und ne, oh mein Gott, 2 YouTuber schreibt der. Hä? Ich bin kein YouTuber. Alter, ich bin kein YouTuber. Ich bin nur Ryan. Ich bin nur der Ryan. Hä? Auf jeden Fall werde ich nächstes Mal das dann so machen, denke ich mal, dass ich eine Minute oder vielleicht auch erst 45 Sekunden und dann eine Minute später, weil ich wollte mich da so ein bisschen steigern. Ich wollte erst 15 Sekunden machen, dann 30 und dann vielleicht eine Minute oder erst 45 Sekunden. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Das nächste Mal, wenn ich das hier mache, soll ich dann 45 Sekunden später starten oder direkt 60 Sekunden später schreiben, ja? Oder direkt 60 Sekunden später starten. Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, Leute. 45 Sekunden oder 60 Sekunden. Wenn ich 45 Sekunden machen würde, würde ich natürlich danach das mal die 60 Sekunden später starten. Aber, ja. Oder ich lege halt nächstes Mal direkt schon los und mache instant 60 Sekunden später, ja? Könnt ihr euch jetzt aussuchen, ganz einfach. Ich gucke, was nachher öfter in den Kommentaren steht und dann ja, werde ich das davon abhängig machen. Oder falls ihr nichts in die Kommentare schreibt, mache ich, glaube ich, 45 Sekunden und dann 60. Aber es muss nur einer was in die Kommentare schreiben und wenn kein anderer was dazu schreibt, hat der ja schon gewonnen quasi so. Also ich denke schon, dass ihr das dadurch dann entscheiden werdet. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und wir haben gerade schon ein paar Probleme, ja. Denn es sind ein paar Module hier am Start, die ich einfach nicht kann, ja. Nein, ich hatte den schwierigen Teil hinter mir und falle dann noch so dumm rund. Oh nein, oh. Oh, das war richtig scheiße. Egal, Hauptsache ich komme relativ schnell nach vorne. Irgendwer meint, es laggt, aber dann irgendwie doch. Nee, ich habe keine Lags, Leute. Ich habe keine Lags. Ich hoffe, dass ihr alle laggt. Nein, das Grammatik. Mit Ansage ist er ins Ziel gekommen. Grammatik, ich bin gerade mal bei Modul 7, Mann. Ich mache eine Challenge hier. Das kannst du mir doch nicht antun, Grammatik. Das kannst du mir nicht antun. Der eine meint schon, Bad Game Hacker. Das ist auf jeden Fall witzig. Hacker. Ich habe einfach nur 1800 Tokens und der hat 3300. Mann. RIP, schreiben wir erstmal. Das ist ja mal richtig mies. Grüße gehen raus. Realize YouTube ist, glaube ich, auch ein Zuschauer, ich weiß gar nicht genau. 2, Sharpness 2, also Grüße gehen raus an euch, Leute, und ihr werdet mich jetzt halt leider zerstören, glaube ich. Sharpness 2 ist am Start, dazu holen wir uns natürlich ein paar Boots, eine Angel, da haben wir vielleicht eine kleine Chance mit der Angel und 2 Steaks und einen Apfel, ja, ganz, ganz simpel, ihr kennt es, Freunde, wer ist, hallo, Agentenhuhn, Grüße gehen auch raus an dich. Rück mir nicht, hallo, Privatsphäre, rück mir nicht so dicht auf die Pelle. Oh mein Gott, Leute, das ist Paparazzi, schnell weg, Paparazzi, Sharp 2 schreibt er. Hallo, Agentenhuhn, na, alles klar bei dir? Ja, stelle ich mich in dir. Ist komisch, wenn man so nah aneinander steht, ne? Ist gar nicht komisch, ne? Warte, ja, bleib doch ruhig stehen, Agentenhuhn. Warte, ist zu viel Nähe? Komm, ich geh nochmal direkt vor dich. Ja, ich stehe direkt in deiner Fresse. Wenn wir noch einen Schritt nach vorne uns bewegen, küssen wir uns. Ist nicht angenehm, ne? Oder? Okay, gut, das ist jetzt zu cringy. Wir gehen mal besser weg hier. Okay, Leute, da sind wir auch schon im PvP-Teil. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Das Agentenhuhn hat mir gerade noch eine Anfrage geschickt, eine Freundschaftsanfrage. Ich glaube, wir haben gerade eine Connection aufgebaut, als wir so nah aneinander standen. Und es gehen direkt, als ob hier alle auf mich geht. Und nein, ich glaube nicht, dass alle auf mich gegangen sind, aber da war einfach so ein riesiges Massaker. Oh nein, ich will nicht gegen das Grammatik fighten. Der zerstört mich doch. Der hat Sharpness 5. Der hatte 3300 Tokens. Ich bin schon zweimal gestorben in 2 Sekunden, Mann. Ich sterbe jede Sekunde. Das kann gar
gar nichts werden jetzt hier. Das kann einfach nichts werden. Nächstes Mal muss ich Nachjoin ausmachen. Kann man auf dem Server Nachjoin ausmachen? Weil es sind mir auf jeden Fall ein paar Leute nachgejoint. Ich habe in letzter Zeit ein paar wieder angenommen auf Bergwerk Labs und jetzt sind mir gerade alle nachgejoint. Und das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde gleich nach der Runde erstmal meine Freundesliste wieder vollhauen, weil ich habe noch 30 Freundschaftsanfragen oder so. Die muss ich erstmal alle voll machen. Agentenhuhn, das ist eine... Oh, danke für den Apfel, aber das ist aber eine No-Team-Runde. Ich kann nicht dich verschonen. Warte, den kriegen wir auch ohne Goldapfel weggesnackt, oder? Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Okay, schnell den Goldapfel essen. Und... Okay, nein, 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 ich wurde von einem Typen mit Lederrüstung gekillt. Ich wurde von einem Typen mit Lederrüstung gekillt, weil ich nicht aufgepasst habe und meinen Goldapfel gesnackt habe. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Das kann doch, der hat mich gekillt. Das kann doch nicht sein. Mit Lederrüstung, och man. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Das kann nicht sein. Mache ich jetzt? Ne, ich gehe jetzt in noch eine Runde. Ich gehe jetzt auf jeden Fall in noch eine Runde und versuche das noch ein zweites Mal. Okay, Freunde, da sind wir auch schon in der nächsten Runde, aber ich muss jetzt wieder stehen bleiben. Ihr kennt es, aber ich glaube, ich werde das jetzt ganz einfach cutten, weil ihr müsst jetzt nicht mehr zugucken, wie ich 30 Sekunden lang rumstehe. 3, 2, 1 und okay, los geht's. Mir hat gerade jemand angeschrieben, ob ich gerade aufnehme. Leute, ihr seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht antworte, falls ihr mich anschreibt, wenn ich hier online bin. Weil meistens, wenn ich online bin, bin ich halt am Stream oder am Aufnehmen und dann ist es schwierig zu antworten. Vor allem jetzt gerade. Hätte ich jetzt noch geantwortet auf die Nachricht, dann wäre das locker direkt eine 40 Sekunden später Losspringen-Challenge geworden. Und das geht ja nicht, ja, weil wir wollen jetzt versuchen, ins Ziel zu kommen hier. Ich werde mich jetzt ultra anstrengen. Ich hoffe, dass wir wirklich, es müssen jetzt wirklich Module drankommen, die ich kann, ja. Ansonsten ist es, glaube ich, echt nicht möglich. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, es muss irgendein Modul drankommen, was ich gut kann, aber die anderen nicht so gut. Aber sowas gibt es wahrscheinlich nicht. Weil ich glaube, die Module, die ich einfach finde, werden die anderen auch einfach finden, weil es dann einfach einfachere Module sind. So, ne? Ganz einfach. Und hier fängt es schon nicht gut an. Weil bei dem Modul hier falle ich da eigentlich nicht runter. Das kann schon nicht passieren. So, zack, zack. Gut. So, jetzt geht's weiter. Das ist nämlich eigentlich auch noch ein easy Modul. Das ist ja auch erst das vierte. Und das ist jetzt zum Beispiel schon ein Modul, das kenne ich einfach nicht. Ich muss halt mehr Tri-Jump suchen. Es kommt mir so vor, als wären relativ viele... Oh, scheiße. Relativ viele neue Module rausgekommen in letzter Zeit und ich kenne die halt einfach alle noch nicht. Deswegen, ich muss ein bisschen mehr zocken wieder, damit ich diese Module kennenlerne und dann auch eine bessere Chance habe, hier ins Ziel zu kommen. Ist das ein Vierersprung noch? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir den geschafft. So, das ist wieder ein gutes Modul. Sowas muss drankommen wie das hier, weil das ist ultra easy. Das ist einfach das sechste Modul gerade. Das ist ultra easy und ultra kurz und da kann ich richtig schnell durchrushen. Genauso wie das hier. Das ist perfekt, Leute. Wenn das so weitergeht, haben wir eine Chance, ins Ziel zu kommen oder zumindest... ja, relativ viele Tokens halt zu bekommen, denn wir haben genau jetzt schon so viele, nee, wir haben schon mehr Tokens als in der letzten Runde und das ist natürlich schon perfekt so. Krümelmonster, haben wir den schwierigen Sprung eigentlich auch schon hinter uns. Das wäre ganz cool, wenn ich nicht nochmal runterfalle. Oh nein, was? Ich hatte den schwersten Sprung hinter mir. Okay, wir haben ihn nochmal geschafft, aber direkt. Jetzt wäre es natürlich ganz cool, wenn ich jetzt die Zaunsprünge schaffe. Komm schon, zack, zack und jetzt hier auch. Alles bitte. Warte, wir machen das mal safe mit einem Doppelsprung, würde ich sagen. So, und Leute, wir sind bei Modul 9. Allerdings hasse ich das Sherlock-Modul, deswegen wird das ein bisschen kritisch jetzt. Und der andere ist, glaube ich, nee, der andere ist auch noch bei Modul 9. Das heißt, wir haben gut aufgeholt, wir sind genauso weit wie die anderen. Und mit ein bisschen Glück kommen wir ins Ziel. Denn diesmal ist nicht das Grammatik mit in der Runde, um hier schnell ins Ziel zu rushen und mich zu zerstören. Und in der Öffentlichkeit zum, was? Zum Narren zu machen. Das war, what? Ich hatte alles hinter mir. Ich habe den Sprung noch nie verkackt, den ich da gerade verkackt habe. Das muss die Nervosität sein, Freunde. Normalerweise falle ich immer vorher runter und zwar genau bei diesem Sprung hier. Aber vielleicht... Ja, okay, wir haben ihn nochmal geschafft, weil das ist der Sprung, den habe ich immer verkackt früher, wirklich immer. So, diesmal, nice, Leidersprung auch geschafft. Und dann sind wir, ich kenne das Modul nicht, scheiße. Obwohl doch, das hatte ich letztens im Stream, aber ich wusste nicht, wo man lang muss. Aber ich glaube, ich habe es nachher herausgefunden. Und zwar kann man einfach, hier muss ich, glaube ich, irgendwie lang und dann bin ich immer hier an die Seite. Und ich glaube, ich konnte dann ganz einfach hier lang gehen, ja, das scheint noch richtig zu sein. Und von hier aus dann da drauf, dann hier, nee. Hier drauf, dann hier hoch. Ich glaube, das ist nicht der Originalweg, aber der funktioniert auf jeden Fall. Dann hier hoch. Nice, okay, so weit war ich noch nie. Aber jetzt gerade ist der Weg ja offensichtlich. Jetzt auf den Slime-Jump drauf und all das. Geht der Sprung? Ja, okay. Und als ob wir es geschafft haben. Yes, okay. Wir haben es geschafft. Sogar 3050 Tokens mit 30 Sekunden später starten. Sehr gut, dass ich auf jeden Fall das nochmal versucht habe jetzt hier in der zweiten Runde. Ich wollte schon aufgeben erst, ja, weil ich dachte, okay, ja komm, eine Runde, du hast versucht, hat nicht geklappt. Aber jetzt sind wir ins Ziel gekommen. Leider erst in der zweiten Runde. Das finde ich ein bisschen schade, denn es haben locker erst alle die erste Runde geguckt, haben dann so gesehen, dass ich nicht ins Ziel gekommen bin, dachten sich, dass ich kacke bin und haben dann abgeschaltet. Und jetzt in der zweiten Runde habe ich es geschafft, Mann. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben, um das noch zu sehen. Leute, falls ihr das Video jetzt noch schaut, dann schreibt doch mal... Ja, falls ihr das Video jetzt noch schaut,
schaut, dann schreibt doch mal Hashtag Profi in die Kommentare. Das fände ich auf jeden Fall interessant, ob noch genug Leute mitbekommen haben, dass ich es doch hinbekommen habe, ins Ziel zu kommen. Wir machen mal /skip und dann sehen wir uns im PvP-Teil. Okay, da geht's auch schon los. Wenn ich jetzt noch schaffe zu gewinnen, ja, das wäre ein Träumchen, Freunde. Wenn ich jetzt noch schaffe, die Runde zu gewinnen, ich glaube, wir haben nämlich sogar Sharpness 5 und alles, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich nice, würde ich mal so sagen. Dann hätte ich die Challenge 100%ig bestanden. Jetzt haben wir zwar den ersten Teil, eigentlich haben wir den schwierigen Teil schon hinter uns. Jetzt muss ich es nur noch schaffen zu bestehen. Also, was heißt zu bestehen? Die Runde zu gewinnen. Und das, obwohl ich, ich bin ins Ziel gekommen halt. Deswegen sollte es nicht so schwierig sein. Aber es ist noch jemand Zweites ins Ziel gekommen. Ich weiß gerade allerdings nicht, wie viele Tokens der hatte und was der für eine Verzauberung hat, wie gut er ist und was sein Name war oder sonst was. War das Enjoy My Skill Aura? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sollte anfangen, mir die Namen zu merken von den Leuten, die ins Ziel kommen. Tut mir leid, dass ich mich hier einfach so einmische, aber da kommt von hinten gerade auch wieder jemand und ich muss gewinnen, Freunde. Es tut mir leid, es geht hier gerade um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Oh Gott, da kommt noch jemand und ich bin fast tot. Nein! Geht weg, ich will... Oh, scheiße. Gestorben. Aber egal, ich habe noch 2 Leben. Das sollte locker hinhauen mit dem Sieg. Also ich hoffe es mal. Aber dieser Enjoy My Skill Aura hat auch noch 2 Leben. Und ich meine, das ist der ins Ziel gekommen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, der Typ laggt einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Leute... Okay, nice. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal aufhören zu laggen. Jetzt bin ich umzingelt hier. Ich muss hier ganz schnell weg. Oh, da kommt der jetzt an. Aber er ist ins Ziel gekommen. Aber er hat... Oh, dafür hat er eine Angel. Er hat eine Angel, aber dafür nur Lederschuhe. Allerdings hat er halt eine Angel. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist, als ob jetzt direkt hinter mir jemand noch ist. Aber der hat nur ein Holzschwert. Lol, der hat ein verzaubertes Holzschwert. Nice, Alter. Da haben wir den auch bekommen und ich muss ganz schnell ein Steak essen. Jetzt ist die Frage, habe ich Pfeile? Nein, habe ich leider nicht. Das Schwert ist natürlich schlechter, das Holzschwert. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Chance. Er fragt schon Go. Wir fangen einfach mal an. Ich habe noch 2 Leben, er hatte noch 1 Leben. Aber er hat halt eine Angel. Das wird... Alter, wieso habe ich denn nur noch Hälfte Leben? Hat der mir gerade 2 Hits gegeben? Okay, der... Oh, scheiße. Ich glaube, das wird nichts. Ich hätte halt auch... Ich brauche auch eine Angel oder so. Ich habe halt keinen... Also, ich habe einen Bogen, aber keine Pfeile oder sowas. Ich muss irgendwie seinen Angelhits ausweichen. Ansonsten wird das einfach nichts. Ich werde ihn einfach mal auf mich zukommen lassen oder so, würde ich sagen. Und dann zack, bam, Combo. Oh, scheiße. Der hat mir auch einen Doppelhit gegeben, oder? Oh Gott, der muss gleich tot sein. Der muss fast... Nein! Nein, kann ich sehen, wie viel Herz er noch hatte? Ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Oh, das muss richtig knapp gewesen sein. Oh, ich dachte, ich gewinne. Ich war mir so sicher, dass ich die Runde gewinne und dann sowas. Shit. Okay, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Lasst doch mal eine Bewertung da. Wie gesagt, Hashtag Profi in die Kommentare, falls ihr noch mit am Start wart bis jetzt oder bis gerade, wo ich ins Ziel gekommen bin. Und ich würde sagen, habe ich schon gesagt, lasst eine Bewertung da? Leute, lasst eine Bewertung da. Keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Leute, tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ciao.